Hallo ihr Lieben, jetzt geht's los. Just loving this moment, can we stay here forever? I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can we stay here forever? Guten Morgen alle zusammen, heute fange ich den Vlog an und ich war gerade einkaufen. Jetzt möchte ich Foodhaul machen. Hä? Ich habe gekauft Gurken, Demeter Bio, Salat, nicht Bio, gab's nicht Bio. 4 Avocados, auch Bio, ich war im Kaufland. 2 Apfelsäfte. Für Treupunkte habe ich mir so ein Messer geholt. 30 Euro, normalerweise 90. Frischkäse. Emmentaler. Bio-Butterkäse. Lachs. Und eine Pizza. Das war's, alles zusammen hat ungefähr 55 Euro gekostet. Juhu! Jetzt, glaube ich, werden wir frühstücken. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gar nicht mehr morgen, wir haben es schon nach 12 Uhr. André ist wieder hier und wir machen gerade ein Hühler-Video. Wir versuchen heute, meine eigene Präsentation zu filmen. Wir hatten ja die liebe Heidi da vor ein paar Tagen. Und jetzt bin ich dran und wir versuchen jetzt gerade so ein bisschen, ja, das Gerät zu erklären. Liantin und Ben spielen mit Papi und wir legen jetzt los. Man denkt immer, man macht mal so schnell ein Video und danach sitzt man halt doch Stunden da. Ich habe André gesagt, nur so ein 20-Minuten-Video und schon ist der halbe Tag rum. Wir haben es 14 Uhr, André ist seit 10.30 Uhr da. Also es ist einfach Wahnsinn, wie viel das immer Zeit wegnimmt. André ist jetzt fertig und fährt nach Hause. Wir werden jetzt uns eine schnelle Pizza in den Ofen schieben und dann mal gucken, was wir noch so machen. Mein André hat den ganzen Morgen die Kinder übernommen. Den muss ich jetzt auch mal wieder ein bisschen entlasten. Ja, und dann mal gucken, was heute noch so geht. So, ich versuche jetzt mal kurz hier das Küchenchaos zu beseitigen. Die Pizzen habe ich schon reingemacht, beziehungsweise eine Pizza. Ja, mein Schatz. Schatz, deine Pizza ist schon im Ofen. Willst du mal schauen? Das geht nicht mehr lange. Wir machen die jetzt nämlich nacheinander, die Pizzen, weil das sind so spezielle Pizzen, ganz leckere. Die müssen einzeln in den Ofen und auf den Rost ohne Backpapier. Schau mal. Spinatpizza schon drin. Gut? Mhm. Alles gut bei dir? Mhm. Mhm. Geht's dir gut? Mhm. Fühlst du dich gut? Mhm. Noch ein Salat dazu, für Bändchen noch Gurke, vielleicht auch, nee, Avocado hatte er zum Frühstück, also noch eine Gurke. André und ich essen noch einen Salat und die zwei Pizzen. Wir haben jetzt die letzten Tage, bin ich nah rangezoomt, ja. Das will doch keiner. So ist besser. Wir hatten die letzten Tage jetzt wirklich durchgehend richtig gutes Essen. Gesund gekocht, frisch gekocht. Manchmal, ne, ist es zwischendurch eine Tiefkühlpizza. Habe ich auch schon Hate dafür bekommen, dass ich meinen Kindern Tiefkühlpizza gebe. Nobody's perfect. Ich schaffe es nicht, jeden Tag frisch zu kochen. Und ihr wisst, wir bestellen auch öfters mal. Aber wir achten trotzdem sehr auf biologisch, Demeter, dass immer wieder frische Sachen dabei sind. Wenn wir jetzt eine ungesunde Pizza essen, dass wir heute Abend wieder dann was Frisches essen. Also ja. Bändchen müsste jetzt auch gleich wach werden. Mein Göttergatte. The apple of my eye. Was machst du jetzt gleich? Mit mir spazieren. Mit mir spazieren. 7 Stunden lang. Andres Fluchtmöglichkeit, mit mir zu spazieren. Ah ja, André hat ein neues Messer. Hast du schon gezeigt, oder? Nee, ich glaube... Live habe ich es, also ausgepackt habe ich es nicht. Du kannst gleich Gurken schneiden. André und seine Messer. Kabel, Lampen, Messer. Jetzt haben wir schon ein paar mehr Sachen. Wann kommt noch ein Messer?
Ah ja, schon wieder Punkte gesammelt für noch ein Messer. Boah. Aber ist das gut, das Messer? Zwilling ist das, ne? Zwilling, ja. Made in Germany, Mann. Made in Germany, Mann. Ich muss die Pizzen nacheinander reinmachen, Schatz, weil die müssen ohne Backpapier auf den Rost. Wow. Und erst kriegt Lianchen ihre Pizza und dann kommt deine rein, okay? Mama, ich hab Hunger. Komm gleich, meine süße Maus. Willst du schon mal ein bisschen Gurke? Ja. Okay, Papi, schneidest du deiner Tochter Gurke? Ja. Lana, das Messer, Gurke. Wow, seht ihr das neue Messer? Oh mein Gott, es schneidet so gut. Sei froh, dass die Kamera nicht so schnell ist im Scharfstellen. Findest du dein neues Messer gut? Oh, dieser Papa, oder Liana? Main dieser Germany. Papa. Geil. Jetzt darfst du die Gurken nehmen, mein Schatz. Friedur Eis hardened. What? Hardened. Die erste Pizza ist fertig. Ich mache Lianchen gerade kleine Stückchen und die sieht so gut aus. Wie heißt die? Gustavo Gusta oder so? Eine Steinofenpizza. Also macht einen sehr leckeren Eindruck. Милушно! Иди сюда! Так она меня и послушалась. Угу. Иди сюда! So, die süßen Kinderchen wollten lieber Nudeln. Bändchen ist jetzt auch wach, deswegen haben wir eine Portion Nudeln gekocht. Liana schmeckt die Pizza nicht ganz so gut. Dafür schmeckt sie Papi umso besser. Salat. Und ich esse den Rest. Den Rest. Ist die ganze Pizza noch, weil Liana nicht möchte. Jüngster haut auch wieder rein in seine Lieblingsnudeln. Mmh, lecker. Ich glaube auch. Ihr Lieben, wir waren jetzt noch eine Runde bei den Schäfchen und haben ein bisschen frische Luft geschnappt. Und jetzt sind wir wieder zurück im Spielzimmer. Ich habe mich schon in kuschelige Klamotten reingeschmissen, weil heute nach dem Videodreh, heute Morgen, wirklich einfach echt chillig ist. Und wir sind nur am Spielen und am Kuscheln und am Essen. Und ja, haben gesagt, nach dem Stress heute Morgen machen wir es uns gemütlich. Hallo, hier. Hallo. Hier. Hier ist True Metal Chase. Hi, True Metal Chase. Wo sind denn deine Freunde? Hier kommt Marcel. Hi, Marcel, True Metal. Könnt ihr den Braunbären retten? Ja. Moment, wir zeigen euch mal, wie wir den Braunbären retten. Der im Fels versteckt ist und er kommt nicht mehr raus. Wer kann ihn retten? Robohund? Oh nein, Robohund braucht Hilfe. Soll ich helfen? Ja, Marshall, bitte. Wow, er ist befreit.
Arbeit. Gut gemacht, Marshall. Aber oh nein. Er ist schon wieder. Oh oh. Oh oh. Berthold, was machst du da? Berthold ist ein super Dieb. Kann er das machen? Okay. Wow. Oh. Oh, zeig mal, wie das geht. Oh. Ah. Oh nein, Marcel ist jemand. Oh nein, Marcel. Chase ist oben und Chase will jetzt retten. Aber jemand. Ein Feuer? Oh nein, schnell, Marcel, du musst das Feuer löschen. Na. Wow, gelöscht. Sehr gut. Aber was ist mit dem Bär? Er ist immer noch gefangen im Fels. Los, Chase, du schaffst das. Wow. Ob ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe? Hm, ja, heute nennen wir es einfach mal Cheat Day. Pommes, Süßkartoffelpommes und normale Pommes. Und Sky ist dabei. Morgen kochen wir wieder gesund. Ich weiß, ich müsste mich eigentlich gar nicht rechtfertigen, aber ich weiß natürlich auch, dass Tiefkühlpizza und Pommes jetzt nicht unbedingt die besten Gerichte sind. Und werde morgen wieder frisch kochen. Ich werde mir jetzt schon mal ein leckeres Rezept überlegen, was die Kinder morgen essen können, weil ich habe jetzt lange überlegt, fange ich jetzt noch an, richtig zu kochen, aber wir waren jetzt so schön im Spielen, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht einfach in die Küche. André hat übrigens ein Meeting seit einer Stunde. Hat der so ein Zoom-Call mit seiner jetzigen Arbeit oder ja, die er jetzt gerade nicht ausüben kann, aber ist halt da. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Wird er mir nachher erzählen. Aber der André ist seit irgendwie einer Stunde im Büro. Genau. Und konnte mir jetzt nicht helfen beim Kinderbespaßen, während ich koche und wir hatten nichts mehr Fertiges. Ja, deswegen Pommes heute. Morgen gibt es wieder. Was sollen wir morgen machen? Irgendwas Gesundes. Vielleicht eine Kürbissuppe oder so. Oder Nudeln und Brokkoli. Super Idee! Nudeln und Brokkoli. Weißt du noch mit dem Pfännchen? Mit was? Mit dem Pfännchen. Mit dem Pfännchen? Weißt du noch mit dem Pfännchen Nudeln? Ah, Wok! Ja, gute Idee. Morgen machen wir Wok. Nudeln und Brokkoli. Super Idee. Machen wir. So, meine Lieben, jetzt ist es, glaube ich, 10. Ich habe gerade Bändchen ins Bett gebracht. Lianchen hat gesagt, ich habe noch keine Lust, ins Bett zu gehen. Ich bin noch gar nicht müde. Ich will noch mit dir spielen. Bändchen hat jetzt auch eine Weile gebraucht. Aber ja, jetzt werden wir noch ein bisschen spielen. Der Paw Patrol, ne? Happy liest sich gerade einen Post durch, den ich gleich noch posten möchte. Und dann hoffe ich, dass Lianchen dann bald schlafen geht. Weil es ist schon spät, mein Schatz. Aber eine Runde spielen wir noch. Weil immer, wenn der Ben schläft, haben wir dann halt so 1:1 Zeit. Und das genießt sie sehr. Ne, meine Süße? Mhm. Weil der Ben gerade wieder sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Tagsüber ist so anhänglich. Will die ganze Zeit an die Brust. Will ganz viel Mama, ne? Und deswegen ist dann immer schön, wenn Liana und Mama dann alleine Zeit haben. Stimmt's? Und das machen wir jetzt. Und Papi. Machen wir jetzt. Ich melde mich danach. Haben wir es geschafft, noch das Spielzimmer aufzuräumen? Papa und Liana reiten jetzt noch schnell nach draußen. Und wir haben aufgeräumt. Morgen können wir dann gleich anfangen mit dem Morgenkreis. So, meine Lieben, jetzt ist es 11:45. Ich sitze gerade am Vlog und habe gemerkt, ich habe noch gar nicht fertig gevloggt. Ich habe Lianchen nach der Aufräumaktion ins Bett gebracht. Und wir haben auch mit André kurz drüber geredet, dass wir das jetzt echt immer abends so machen müssen. Liana räumt so schön auf, dass wir einfach abends sagen, so, jetzt gehen wir langsam hoch. Jetzt räumen wir noch alle zusammen das Spielzimmer auf. Und André hat versprochen, er versucht immer abends die Küche zu machen, weil das ist sowas, was mich echt nervt, dass wir das nie schaffen und morgens dann erst diese Arbeit haben. Und ich gehe halt immer gleich, wenn die Kinder ins Bett gebracht worden sind von mir, an den Schreibtisch. Und André geht dann meistens ins Bett und hat jetzt aber gesagt, er wird versuchen, abends dann die Küche zu machen, wenn ich die Kinder ins Bett bringe. Weil, ja, das können wir noch nicht aufteilen. Die Kinder wollen beide von mir ins Bett gebracht werden.
Und deswegen muss er die Küche machen. Also ne, wäre gut, wenn er sie macht, weil ich finde das super nervig, wenn man morgens dann aufsteht. Und jetzt ist es 11:45 Uhr, ich habe jetzt keine Lust mehr in die Küche zu gehen und die Küche zu putzen. Mir fallen die ganze Zeit schon die Augen zu hier am Laptop. Deswegen ja, werde ich jetzt den Vlog fertig machen und auch schlafen gehen. Verabschiede mich von euch und freue mich sehr, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid. Bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao.